Das war eine Passage aus dem zweiten Satz des zweiten Violinkonzertes unseres diesjährigen Artists in Residence, dem türkischen Komponisten Fazıl Say, auf die ich mich nicht nur als Klarinettist, sondern auch als Liebhaber von Jazzmusik ganz besonders freue. Wir, die Staatskapelle Weimar, treffen erstmalig auf den Komponisten Fazıl Say. Als Solisten durften wir ihn ja bereits im ersten Symphoniekonzert dieser Spielzeit bewundern. Sämtliche anderen drei Sätze sind durchweg in spannenden, krummen Metren komponiert. Was für orientalisch beeinflusste Musik genauso alltäglich ist wie etwa ein Viervierteltakt für einen Mitteleuropäer. Hier ein schönes Beispiel aus dem ersten Satz. In der fünften Symphonie von Prokofjew aus dem Jahr 1944 treffen unterschiedlichste Klangwelten aufeinander. Sie reichen von sehr gesanglich bis wild und brachial, von bedrohlich geisterhafter Stimmung bis zum ausgelassenen Jubel ist alles dabei. Auf mich kommen sehr dankbare Aufgaben zu, denn die Stellen, in denen die Klarinette solistisch präsent ist, sind eher witzig oder verspielt. Zum Beispiel gleich hier zu Beginn des zweiten Satzes. Und auch das zweite gesangliche Thema dieses Scherzo-Satzes wird von den Klarinetten gemeinsam mit den Oboen eingeführt. Fröhlich und optimistisch klingt auch noch der Beginn des Finales, wo die Solo-Klarinette das Thema präsentieren darf. In der Folge wird die Musik dann immer wilder und brachial. Sie gibt quasi ein sarkastisches Zerrbild eines echten, ehrlichen Jubels ab, was angesichts des Kriegsjahres 1944 nicht verwunderlich ist.